Sie machen mächtig Eindruck auf beide Geschlechter, die Fahrzeuge der Marke Porsche. Doch wie gut sind sie wirklich, die schnellsten Kontaktbörsen Deutschlands? Vier heiße Single-Herren, ein Porsche Panamera, die passenden Damen und jede Menge Speed. Geht ihr nicht aus? Dein Alter? 25 bin ich. Ach, 25? Ja, das passt ja! Ja, das denke ich auch. Gerade um 5 Jahre gealtert. Es ist so geil! Ja, so muss es sein. So muss Speed Dating stattfinden. Speed und Dating. Willkommen zum wohl actionreichsten Dating des Jahres von Need for Speed und Porsche mit Patrick, Oliver, Dominik und August. Die Damen, auf die Sie heute treffen, sind Saskia, Juliane, Sandra und Conny. Ob der oder die Richtige dabei ist? Also ich kann mich echt von einer auf der anderen Sekunde in ein Mädchen verlieben. Wenn mit einem Jungen es passt, dann darf es auch schneller gehen als sonst. Ja, das ist so eine Sache von einer Sekunde bis zu 3 Sekunden maximal. Es könnte auch am ersten Abend schon klingeln. Da gucke ich einfach in die Augen rein und dann weiß ich Bescheid, ob das die richtige Dame ist oder nicht. Wenn ich jemanden kennenlerne, ist mein Motto, wer schnappt, der hat. Ja, aber intime Fragen hier. Na klar, wir müssen ja schnell auf den Punkt kommen, sonst wäre es ja kein Speed-Dating. Zunächst dürfen sich die Auserwählten ein Need for Speed-Match an den Rennsimulatoren liefern. Und danach geht's ab in den echten Porsche. Ich erzähle eigentlich viel Müll, aber ansonsten ist eigentlich alles sonst normal. Außer, dass man sowas jetzt hier mitmacht. Was hast du so für Hobbys? Ich fahr super gerne die Rennstrecken. Ich bin spontan, ehrlich, lustig, mir kann man Pferde stehlen. Ich glaube, wenn mich meine Freunde beschreiben würden, die würden mich ziemlich verrückt nennen. Super ist, wenn mich ein Mann zum Lachen bringt. Das ist eigentlich, das gibt die volle Punktzahl. Was machst du gerade so? Also, gerade? Muss ich mich konzentrieren? Ich studiere hier in Leipzig einen Master. Okay. Auf was? Communication Management, also PR. Geschwindigkeit macht Spaß, ja. Okay, das mit dem Gespräch hat sich jetzt erledigt. Oh, egal, mach mir weiter. Was machst du so in der Freizeit? Sport vor allen Dingen. Ganz viel. Skylights trifft schon. Also das Stück Kuchen hätte ich mir vorhin sparen können. Woher kommst du nochmal? Und du wolltest nicht haben, was war, ne? Und wie alt bist du? Ich bin 22, und du? Noch so jung? Noch so jung, und du? 27. 27, 5 Jahre, komm. Ja, fast 30. Was sind 5 Jahre? Ich glaube, wir verlieren hier ein paar Lebensjahre, aber okay. Gehst du gerne weg? Ja, doch, schon. Und heute Abend? Ja, schauen wir mal, wie es mal geht. Aber machbar, ja, ich glaube, ne? Schon, gemacht. Wollen wir kurz frische Luft? Ja. Viel Action und ordentlich Flirterei. Aber wie geht's nun weiter? Also, ich fand alle nicht schlecht. Und ich fand es super, die in so einer Fahrt kennenzulernen. Das hat super viel Spaß gemacht. Man wird ein bisschen auf den Nebenan geschleudert, also ist der erste Körperkontakt da. Und daher kann ich nur weiterempfehlen. Zum Daten, die Frage ist, ob die Mädels das sich so arg konzentrieren konnten, hatte ich mal ab und zu meine Zweifel. Naja, bei 250 kann man auch schon mal leicht den Faden verlieren. Das vielleicht schnellste Dating der Welt neigt sich dem Ende entgegen. Ob es wohl ein Wiedersehen geben wird? Ja, ob wir uns wieder treffen, das werden wir dir jetzt nicht verraten. Geheimnis.